Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Crunch Them All. Wie geht denn das hier weg? Ach ja, gut. So. Also, wo sind wir stehen geblieben? Ich habe mein... Ach, keine Werbung angucken, keine Belohnung. Ich habe meinen Account wiedergefunden. Was heißt wiedergefunden? Ich habe es heruntergeladen und er hat automatisch meinen Account aufgerufen. Das finde ich immer cool bei solchen Spielen dann. Oder bei allgemeinen Spielen. Nicht, dass ich den erst suchen muss oder dass ich dann immer wieder von neu anfangen muss, weil er meinen Account nicht findet. Ja, und ich habe gerade schon, was war das, 95 Belohnungen eingesammelt. Richtig heftig, weil ich so lange nicht mehr online war. Bin ich in der Gilde? Nein. Und unter anderem waren da 4 Helden dabei gewesen. Helden. Ich habe nämlich jetzt auch einen gelben und einen grünen lilanen Held. Dann werde ich nämlich jetzt mal den raustun. Ins Lager legen. Beitreten. Geht das gar nicht? Also den wollte ich wegpacken. Ins Lager legen. Ich bin noch im Teamverwaltungsmenü, oder? Mal nachgucken. Bevor ich hier was Falsches drücke. Und auf einmal meine Charaktere weg sind. So, ich denke mal, dass... Ah, jetzt habe ich den aufgelevelt. Ich wollte ihn noch rausschmeißen. Dann level ich den... Na doch, war Teamverwaltungsmenü. Also, ins Lager legen. Zurück ins Lager. Zack. Dafür nehmen wir den gelben. Beitreten. Und jetzt haben wir noch einen blauen oder einen grünen, welchen nehmen wir von den beiden? Dann nehmen wir den hier ins Lager legen. Zack, und jetzt nehmen wir ein Fliegevieh, weil den Fliegevieh haben wir ja schon weggetan. Schön, da haben wir das soweit geschafft. Mein neues Team ist fertig und jetzt wieder zu den Helden. So, die beiden haben wir und die drei. Schön. Hier müssen wir jetzt... auf Level 50. Was ist maximal? Ach. Bisschen viel. 101. Ah, ich war so langsam. Ja. Das ist halt so, wenn man zu viel Geld hat.
Gut, gut, gut. Da haben wir jetzt die Helden fertig gemacht. Und was können wir jetzt noch machen? Dorf. Kaufen. Ich brauche diese unendlich Schnur, weil sonst lädt er immer nur durch und dann muss ich warten. Das ist dann immer ein bisschen doof. Level 11. Video angucken, was ist das hier oben? Ein Glücksrad. Dreimal. Go! Okay. Dann nur einmal. Was kriege ich? Das kostet 5. Schauen wir mal. Hä? Dann eben nicht. Sammeln, jawohl. Was habe ich noch hier? 6 Sammlungen, okay. Schön. Ich frage mich nicht, was das gebracht hat. Ich weiß es nicht. Sammeln. Fakte. Oh, da blinkt es. Ich habe hiervon 0. Von denen habe ich. Ich habe von allem 0. Das ist ja schon mal gut. Aber warum blinkt der da? Ich bin ein bisschen verwirrt. Das sagt, hier ist etwas. Aber ich finde nicht was. Ach, der meint hier das hier. Ich kann einmal neu mischen, die Artefakte. Brauche ich aber nicht. Ein Boss. Mein Fliegevieh ist gleich tot. Okay, mein Fliegevieh ist dort. Die machen sehr wenig Schaden, obwohl die am höchsten Level sind, ne? Komisch, komisch. Den haben wir besiegt. Okay, geht nicht mehr. Oh, Spielgeschwindigkeit benutzen. Oh, Prinzessinnen-Traum benutzen. Was
habe ich noch Schönes? Hier blinkt es nochmal. Alle öffnen. Schön, hier auch. Alle öffnen. Oh, 16. Alle öffnen. Maximalstufe in Ruhemodus offline. 112. Okay. Erstmal muss ich das Dorf hier fertig machen. Zumindest das Teil hier. Wenn der diese Schleife hat, dann bin ich zufrieden. Aber bis dahin muss ich noch hier ich denke noch 10 Levels, dann ich habe nur einen Nahkämpfer. Naja, eigentlich zwei, ja. Ich habe noch den gelben. Den da. Ah ne, ist ein Bogenschütze. Schauen wir nochmal hier durch. Meine Helden. Die beiden sind die schlechtesten. Ah. Eigentlich müsste ich die beiden tauschen. Halt, der macht so viel Schaden. 800, 800, 800. Wie habe ich denn die hier aufgelevelt? Ah, ich weiß es nicht mehr. Noch 4 Level. Oh ja. Ich habe die Ente gekauft. Da. Eine von 15. Schon wieder eine Nachricht weg. Gut. Das Dorf müsste auch gleich fertig sein.
Noch 3 Levels. Heldenshop. Davon hatte ich 4 Truhen gehabt zum Öffnen. Ich möchte jetzt gerne eigentlich den nächsten Platz freischalten. Weil dann könnte ich den Grün wieder reinsetzen. Da habe ich wieder einen Nahkämpfer dabei. Oder den hier. Den Barbaren. Ja. Schön, schön, schön. Und fertig ist er. Jawohl. Die unendliche Schleife. Kann ich jetzt mal hier zu den Helden gehen? Das war das. Jawohl, ich hab's gefunden. Dann mache ich die auch noch mal so weit fertig. Infos. Ach, geht gar nicht. Nur wenn die kämpfen. Aber gut zu wissen. Prismenlevel. Eigentlich müsst ihr mal alle hinwegpacken. Sind die ganzen Prismen-Level wieder weg, oder? Oh, komm, wir probieren es einmal. Ins Lager. Ins Lager. Beitreten. Beitreten. Ja, dann den beitreten und das Fliegevieh. Oder wir nehmen den Nahkämpfer. Ne, nehmen wir das Fliegevieh beitreten. Und dann nehmen wir den Lanzemann noch beitreten. Ah, wusste ich doch. Die Prismen-Level sind dann alle wieder weg. Ach ja. Aber egal. Ich habe da vorher noch ein bisschen. 20 und Info. Und der nächste. Info. Info. Der nächste. Und
Der letzte. Jo, das war's. Ist jetzt im 400 da, den könnte ich tauschen gegen einen von den beiden, aber ich wollte jede Farbe einmal drin haben, also lasse ich den jetzt draußen. Den könnte ich mit denen tauschen, aber das ist ja ein Nahkämpfer gewesen. Klasse. Ich habe noch einen Barbaren. Oder ein Richtschütze war das. Deswegen, jetzt habe ich wenigstens zwei Nahkämpfer. Einmal den grünen und den blauen. Oh, die überrennen mich. Uiuiui. Schon zwei Level zurück. Da muss ich jetzt mal kurz aufpassen. Ah, wieder alle down. Also ich hänge bei Stufe 119 fest. Ach, die sind alle auch Level 1 wieder geworden. Na, dann ist auch kein Wunder. So, jetzt sind alle auf 100. Jetzt müsst ihr auch wieder vorwärts kommen. Ah, es ist, jetzt geht es wieder voran. Gerade schon einen Schock gehabt. Hab mir gedacht, was passiert denn jetzt? Die drängen mich ja richtig zurück. Gut, also wenn man Leute wechselt, verlieren sie das Level. Und das Prisma Dingensbummens. Also sollte man sich das mal sehr gut überlegen, ob man wechselt oder nicht. Gut, dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Genug Schock gehabt für heute. Und wofür braucht man eine Gilde? Gilde erstellen. Kostet 90. Okay. Machen wir mal schnell. Batak, die German. Beschreibung. Sprache, keine Sprache. Offen,
Mindestpower 0. Schauen wir nochmal hier an. Das sieht witzig aus. Mit der langen Nase. Ich würde gerne einen Hund nehmen. Ich habe allerdings auf die Schnelle keinen Hund gesehen. Dann nehme ich den Drachen. Erstellen. Ach, mach ich Deutsch. Jawohl. Meine Gilde wurde gegründet. Ich habe eine eigene Gilde. Drei Nachrichten. Ich bin der Gilde beigetreten. So soll es ja auch sein. Ich habe es ja auch gegründet. Schlimm wäre es, wenn nicht. Gut, dann war es das für heute und ich verlasse das Spiel. Ich sage schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.